Und damit wollen wir natürlich noch auf die Einschätzung von einem in Anführungsstrichen alten Hasen schauen über den DAX und die Märkte, nämlich Hans A. Bernecker, der Herausgeber der Aktienbörse. Ja, Herr Bernecker, der US-Haushaltsstreit hängt eben wie ein Damoklesschwert über den Aktienmärkten. Und dass sich die Amerikaner in letzter Minute wieder einigen werden, daran kann doch niemand ernsthaft zweifeln, oder? Was meinen Sie? Nein, die wird es sicherlich, wird es eine Einigung geben, wie auch immer die aussieht. Wichtig ist, dass die Märkte Angst haben. Und Märkte, die Angst haben, treten auf der Stelle. Das kennen wir vor kriegerischen Ereignissen, wenn ich mir diesen Vergleich erlauben darf, und von anderen politischen Zuspitzungen. In dem Moment, wo entweder die USA erklären, sie seien pleite offiziell, oder sie haben sich geeinigt, dann ist die Nachricht so explosiv wie ein Kanonendonner und dann steigen die Kurse. Denn dann weiß jeder, wie er sich darauf einstellen wird oder muss. Das ist selten, aber ist natürlich immer die Folge einer solchen zugespitzten, psychologisch auf den Punkt gebrachten Situation, wie wir sie jetzt haben. Ich bin also sehr gelassen, wie Sie merken. Allerdings, wie ist es mit der aktuellen Konsolidierung, die wir sehen? Wie weit könnte der Markt denn noch nach unten gehen? Da ist nicht mehr viel drin. Wir sind also fast schon in der überverkauften Zone und damit kann ich also ganz, ganz gut leben. Das ist also nicht das Problem. Vielleicht haben wir noch ein Risiko von 100 Punkten im DAX, aber ich glaube, das ist nicht mehr allzu viel. Eigentlich technisch ideal. Wir haben uns durch diese ganze Situation langsam nach unten bewegt. Vielleicht, wie gesagt, noch 100 Punkte, aber nächste Jahr die Weihnachtsrallye kommt. Ganz wichtiger Anruf noch vielleicht. Da ist noch ein anderer dran. Vielleicht noch eine gute Prognose, die Sie preisgeben können. Aber wir wollen natürlich, was sind denn die wichtigsten Faktoren, auf die Sie jetzt noch schauen? Wir haben das FED-Protokoll heute noch, was wir erwarten. Werden Sie da noch erwarten Sie da noch irgendwelche besonderen Besonderheiten? Nein, überhaupt keines. Wie jeder September oder Oktober, da spitzen sich die Situationen immer so ein bisschen zu. Und wenn diese Themen dann gelöst ist, dann an der Weihnachtsrallye ist nicht zu zweifeln, ob wir die nun eine Woche vorher oder später infolge der amerikanischen Situation erleben werden, lassen wir jetzt mal offen. Zum Ende des Jahres, wie ist Ihr Ziel? Dann sind wir deutlich höher. Deutlich höher? Können Sie eine genaue Prognose abgeben? Ich habe immer gesagt, um die Jahreswende werden wir die 9.000 erreichen oder gut deutlich überschreiten. Hängt ein bisschen von den genannten Umständen ab, aber daran ist nicht viel zu zweifeln. Welche Branchen gucken Sie sich momentan genauer an? Wir müssen jetzt die Branchen anschauen, die bisher sehr stark und zu Recht zurückgeblieben sind. Das sind die gesamten Metallwerte, also Industriemetalle. Und Alcoa hat heute die erste Zahl geliefert, dass der Boden erreicht ist. Und in diesen zyklischen Titeln drückt sich ja zweierlei aus. A, die gesamte Konjunktur weltweit, die ist ja nun mal von diesen Metallen begleitet oder gestützt. Und B, die Kurse dieser Titel, die ja so gut wie gar nicht gelaufen sind oder sich immer noch auf sehr, sehr niedrigem Niveau bewegen, international, nicht nur in Deutschland. Damit haben wir dort in Prozent gerechnet das weitaus größte Erholungspotenzial als Nachläufer, wenn ich mich so ausdrücken darf. Wie schaut es bei Ihnen mit den Finanztiteln aus, wenn wir vielleicht auch speziell da immer auf einen Lieblingswert schauen, auf die Commerzbank? Die Commerzbank hat gestern ja enttäuscht mit dieser etwas merkwürdigen Aussage des Vorstandes von 38% Rückgang, muss ich sagen. Ich schaue mir das weiterhin an, meine Meinung kennen Sie. Von 6 ging es bis knapp 10, jetzt werden Sie vielleicht auf 7,5 nochmal zurückreagieren. Ab nächsten Monat müssen wir damit rechnen, dass ein ausländisches Institut sich für die Commerzbank interessieren wird. Dann dürfen wir, wissen Sie schon mehr? Naja, ich weiß etwas mehr. Ich höre es klingeln, aber ich weiß noch nicht genau, wo die Glocken läuten. Sie können bei uns auch noch keine Glocken läuten dazu und was sagen, was Näheres? Wie bitte? Sie können noch keine Glocken läuten und nichts Näheres sagen. Na, ich weiß nicht genau, wo Sie hängen, das wäre der richtige Ausdruck, aber es gibt mindestens zwei Institute, die genau das ja schon formuliert haben, worum es bei der Commerzbank geht. Nämlich um den sehr, sehr wertvollen Marktstand der Commerzbank als Mittelstandsbank zum einen und mit den sehr umfangreichen Privatkundenbestand zum anderen. Der muss sinnvoll genutzt werden und das hat das bisherige Management ganz offensichtlich nicht optimal im Griff. Nicht ganz so optimal. Dann sage ich, Herr Bernecker,
Herr Wernicker, besten Dank für die Ausführung. Wir Bitte fragen schön. Dann noch mal nach bei Ja, gern. Dank um Herzog. Bleiben Sie ruhig dran. Wir bleiben dran. Vielen Dank für das Bitte Interview. Bitte schön. Sehr gern.